Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des Pokémon-Sports. Ja, ich mache ab jetzt auch ein paar Pokémon-Battles, denn ich habe seit gestern einen 3DS mit einer Capture-Card. Das heißt, ich kann mich hier jetzt nach Herzenslust auch auf meiner Mond-Edition austoben, was das Kämpfe-Kommentieren angeht. Und weil ich sowas jetzt mehr oder weniger das erste Mal mache, ist das hier jetzt auch eine kleine Testaufnahme. Ihr dürft mir gerne sagen, also in den Kommentaren dann, was ich besser machen könnte. Und ansonsten würde ich hier an dieser Stelle jetzt einfach mal anfangen. Wir haben hier einen kleinen Kampf zwischen mir und Donmarci im Balance-Tier. Und zwar kämpfe ich mit meinem Amigento, meinem Panferno, einem Aranestro, Klick-Di-Klack, Meluetta und Nachtara gegen Don Marcy mit seinem Ninja-Turtle-Team, nämlich mit Turtok, Chelterra, Quirtle, Pelipper, Karipas und Tortunator. Also dann, ohne weiteres Rumgeschwafel, starten wir den Kampf. Pokémon-Trainer Don Marcy fordert dich heraus. Und hier kommt mein Elektro-Amigento gegen den Mega-Soaker. So, und der Don will da natürlich erstmal nicht drin bleiben, weil er hat schon gesehen, ich habe einen Elektro-Typen und da will er sich keinen Donnerblitz einfangen. Ich habe allerdings hier schon mit einem Switch gerechnet und habe gedacht, ja komm, machst mal eine Abgangstirade, verringerst seinen Switch in um 1 in beiden Angriffswerten und schmeißt irgendwas rein, was dann dagegen effektiv ist. Ich habe mich hier in diesem Fall für meinen Meluetta entschieden, weil ich gewusst habe, dass sein Bowser hier ein spezieller Angreifer ist und der gegen meinen Meluetta nicht viel machen kann, gerade auf minus 1. Was man hier jetzt auch gleich sieht, der Flammenwurf hat sehr niedlichen Schaden angerichtet. Es ist halt ein offensivfesten Meluetta. Und da kommt der Mega Soaker zurück. Frisst erstmal die Schallwelle vom Switch. Na gut, macht knapp die Hälfte. Und da megert er sich. Ich bin da einfach drin geblieben, weil ich wusste, zum einen bin ich eh schneller als Turtok und zum anderen, ja, habe ich einen Energieball auf meinem Meluetta drauf. Außerdem hätte ein Turtok mit seinen Angriffen nicht unbedingt sehr viel mehr Schaden gemacht als Tortunator. Da kommt Pelipper und lässt es erstmal regnen. Ja, ich bleib hier einfach schön auf meiner Schallwelle drauf. Überlebt er auch nur ganz, ganz knapp und da kommt der Orkan, der jetzt natürlich im Regen immer trifft. Und natürlich kriegt er den Confuse. Ich habe mir gedacht, okay, ich bleib einfach mal drin, es sind ja nur 33%, aber 33% mögen mich nicht. Da setzt dann Rückenwind ein, das ist ein volles Support-Pelipper. Regen rausholen, Team schneller machen. Das übliche Gedöns halt. Ja, das Siedewasser Wasser haut mich jetzt unter die Hälfte. Ich bin immer noch verwirrt und hau mich natürlich nochmal. Ist ja nur eine 1 zu 9 Chance, dass das zweimal hintereinander passiert. Da kommt nochmal ein Orkan, haut mich auf 8 KP. Ich bin nicht mehr verwirrt und kann ihn jetzt mit einer Schallwelle rausnehmen. So. Da kommt der nächste Cooper. Ich habe gewusst, dass ich mit meinem Meluetta nicht mehr viel machen kann. Ich habe es hier einfach geopfert, weil ich jetzt nichts in das Ding reinwechseln wollte. Da kommt das gute alte Klick-Di-Klack. Da ruft er seinen Cooper zurück und holt den anderen Cooper. Der mit der Dürre. Ich bin hier einfach mal auf den Gangwechsel gegangen, für den Fall, dass er mich angegriffen hätte. Das hätte ich nämlich schön ausgehalten, hätte danach schön mit dem Stromstoß draufhauen können, aber in einem Quirtle wollte ich nicht drin bleiben, gerade nicht in der Sonne. Da habe ich mir gedacht, okay, ich probiere mal mein neuestes Panferno aus. Da kommt er allerdings hier mit dem Gähner an.
Und mir gedacht, okay, erstmal wieder Kommando zurück. Ich habe mir gedacht, wenn er mit dem Gähner ankommt, dann müssen wir hier zu härteren Mitteln greifen. Da macht er erstmal mit dem Feuerwirbel einen Crit. Gut, das hat jetzt auch nicht so viel ausgemacht. Feuerwirbel ist jetzt auch nicht so die Mega-Attacke mit Base Power 35. Das Wichtige an der Sache ist allerdings, dass ich jetzt jede Runde ein Achtel meiner KP verliere und dass ich getrappt bin. Aber der Red Cooper ist jetzt erstmal vergiftet. So, und jetzt sieht man auch die miese Strategie hinter diesem Quirtle. Erst mit Feuerwirbel trappen und danach mit dem Gähner einschläfern. Ja, ich kann mich jetzt mit dem Feuerwirbel nicht mehr rauswechseln und ich bin quasi ihm schutzlos ausgeliefert, sofern ich nachher nicht rechtzeitig aufwache, bevor mich sein Feuerwirbel umbringt. Zusammen mit seinen Flammenwürfen, die er da noch drauf hat. Ich habe mich hier nochmal hochgeheilt, weil ich mir gedacht habe, ein Schmarotzer bringt bei seiner Verteidigung und seinem etwas weniger starken Angriff jetzt nicht allzu viel. Und immerhin habe ich ihn ja auch toxiniert, das heißt, ihm rennt auch die Zeit davon. So, mein Nachthara schläft jetzt erstmal und ich kann es nicht auswechseln. Der Flammenwurf macht jetzt ohne die Sonne auch nicht mehr ganz so viel Schaden. Und die Überreste tun ihr Übliches auf beiden Seiten. Mit dem Unterschied, dass mein Gift halt immer stärker wird und er halt gleichbleibenden Schaden macht. Und da ruft er seinen Red Cooper zurück und schickt den anderen Cooper wieder in den Kampf. Na gut, nachdem der Feuerwirbel jetzt weg ist, kann ich meinen Nachtara jetzt auch wieder austauschen. Und da kommt Klick-die-Klack wieder. Und frisst erstmal einen Aqua-Durchstoß. Da kommt der Klick-Diskus, der jetzt erstmal natürlich daneben gehen muss. Kennt man ja nicht anders. Hier eine Citrubeere. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, scheiß drauf. Hau mal halt so drauf. Mit Klick-die-Klack kann ich, nachdem mir der erste Klick-Diskus daneben gegangen ist, sowieso nicht mehr allzu viel machen. Also einfach nochmal draufhauen. So, da kommt Amigento wieder in den Kampf. Ja, da hat er sich gedacht, ja gut, da kann er jetzt auch nicht mehr sicher reinwechseln. Also, wobei er hätte noch sicher reinwechseln können, wenn er den Shelterra gegangen wäre. Aber gut, wollte noch mal mit einer Wasserdüse Schaden drücken. Da ist der Red Cooper wieder mit seiner Dürre. Und ich habe jetzt einmal gedacht, gut, da bleiben wir jetzt einfach mal drin. Da kommt die Amnesie. Das Gift fängt wieder von vorne an zu ticken. Und da ruft er seinen Red Cooper zurück. Ich bin hier einfach nochmal auf den Donnerblitz gegangen, weil ich habe mir gedacht, wenn er auf Shelterra wechselt, dann kriege ich den danach noch mit einem Eisstrahl weggebeamt. Und wenn er drin bleibt, dann brauche ich einen Donnerblitz, damit er wegkommt. Und da ist Bowser wieder im Kampf mit halbem KP.
weil ich gegen Bowser jetzt nicht unbedingt so viel effektive Sachen hatte. Also ich hätte einen Eisstrahl gehabt. Habe ich mir gedacht, komm, mach mal nochmal die Abgangstirade. Und dann hole ich mein defensives Panferno mal wieder in den Kampf. Und den Solarstrahl, den fängt der jetzt mehr als locker ab. Da geht das Gebooste los. Panferno steht damit erstmal auf plus 1. Da kommt ein Ladestrahl. Und Donny boostet sich hier schön mit seinem Tortunator gegen. Ich heile das allerdings schon fast wieder mit den Überresten weg. Ich habe mir gedacht, ja gut, der kann jetzt auch nicht allzu viel machen, wenn er nur speziell angreift. Dann booste ich halt einfach noch mehr Gedankengut. Und vor allem habe ich nur eine einzige Attacke auf meinem Panferno drauf und da hat er eine Doppelresistenz dagegen. Und da wollte ich jetzt nicht unbedingt ohne zu viel Boosts draufhauen. Der Drachenpuls macht hier schon ein bisschen mehr Schaden, aber aus meiner Sicht immer noch nicht genug. Zumindest nicht genug, um mir irgendwie bedrohlich zu werden. Da kommt der Red Cooper wieder, gibt mir eine Sonne, was ich auch ganz nett finde. Kommt ein weiteres Gedankengut, dann sind wir jetzt schon auf plus 3. Und auch ohne irgendwelches Angriffsinvestment kann man sagen, dass Panferno ab jetzt richtig viel Schaden machen wird. So, da kommt jetzt der Flammenwurf. Der wird dank Sonne und plus 3 auch wegen nicht effektiv noch viel Schaden machen. Und der Red Cooper hat jetzt auch nicht unbedingt so die gute Spezialverteidigung. Der ist ja eher in der physischen Verteidigung gut aufgestellt. Da kommt Bowser wieder in den Kampf. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt können wir einfach mal draufhauen. Einfach mal schauen, wie viel es macht, trotz der Doppelresistenz. Und ja, zieht ihm ja gut ein Viertel der Max-KP ab. Das heißt, mit dem nächsten Flammenwurf ist er down. Und da kommt der letzte Flammenwurf. Und das war's dann für diesen Kampf. War ein schöner Kampf. Ich danke dir, Don Marci, dafür, dass wir den machen konnten. Und ja, das war jetzt mein erster erfolgreicher Test mit dieser Capture Card, irgendwas aufzunehmen. Ich hoffe, euch gefällt's. Dann werde ich in Zukunft mehr davon machen. Ansonsten sehen wir uns irgendwann demnächst mal wieder im Lexikon oder in einem weiteren Kampfvideo. Also, ich beende das Ganze jetzt mal. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und ja, bis irgendwann mal.